Hallo und herzlich willkommen im Keller. Ich dachte mir, zu einem würdigen Adventskalender gehört auch das eine oder andere Kellervideo. Aus traditionellen Gründen. Ich zünde uns erstmal ein Kerzchen an. Ich bin hier selber ewig lang nicht mehr im Keller gewesen. Von daher, beziehungsweise nur kurz Zeug zwischenlagern und anderes Zeug holen, sowas in die Richtung. Das ist im Wesentlichen ein Bücher- und Ausrüstungslager zurzeit. Aber man kann ihn ja auch noch mal traditionell zur Videoproduktion verwenden. Ne? So, also. Und zwar dachte ich mir, ich will da schon seit längerem mal was ausprobieren und fühle mich da irgendwie für zuständig, auch wenn man sich durchaus fragen kann, hey, was hat denn das bitte schön mit meiner Kerze? Kerze. Ja, so langsam. Ja. So langsam mit meiner Professionalität zu tun, nämlich das Zeug hier. Das Zeug ist Franz Branntwein, eine Version davon. Ich musste ein wenig im esoterisch angehauchten Drogeriemarkt meines Vertrauens einkaufen und rumsuchen, bis ich das Zeug gefunden habe. Habe es dann aber neben den Pflastern, also zwei Abteilungen links neben den Pflastern. Ich weiß nicht, ob das in jedem DM-Markt so ist, aber da habe ich es jedenfalls dann tatsächlich entdeckt. Kostet lächerlich wenig Geld, so ein Franz Branntwein. Das sind 500 Milliliter und die gab es für 1 Euro. Also, das ist wirklich, also empfinde ich wirklich als günstig, 1,85 € oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Ja, aber unter 2 Euro, definitiv. So, Franz Branntwein, was hat er jetzt bitte schön mit mir zu tun und wo ist da der Waldbezug? Ja, den müssen wir uns erstmal herstellen. Und zwar zunächst mal ein Franz Branntwein. Das bedeutet ursprünglich, hieß das mal einfach französischer Branntwein. Frankreich hat jede Menge Branntwein produziert. Im Grunde war damals ein Branntwein noch ein Wein, möglicherweise auch ein günstiger, den man dann durch Destillation nochmal in Alkohol angereichert hat und der war größtenteils zum Trinken gedacht. Auf die Idee gekommen, dass man solchen Trinkalkohol ja möglicherweise noch ätherische Öle zugeben kann, die ihm dann ein besonderes Aroma, insbesondere geruchlich, verpassen und mit einer gewissen Wirkung, einer gewissen anreichern. Darauf kam man dann erst relativ spät. Es gibt da übrigens den Kölnisch-Wasser-Alkoholismus, irgendwie sowas. Kölnisch-Wasser, das ist ja als Parfum, als Eau de Toilette. Eau de Toilette heißt das, ich weiß. Oder so ähnlich zumindest. Ja, beworbenes Produkt, das ich früher ja alle Welt gerne mal hinter die Ohren geträufelt hat, um dann halt eben nach Original Kölnisch Wasser zu duften. Aber bevor man auf die Idee gekommen ist, Produkten wie diesem hier oder eben Kölnisch Wasser Brechmittel beizumixen, konnte man das Zeug noch saufen. Das ging also relativ lange so, dass das zwar einerseits immer als gesellschaftlich als Einreibemittel oder als eben Parfüm gedacht, aber wie gesagt, saufen konntest du das auch. So, und gerade insbesondere bei Frauen galt es als unschicklich, höhere Prozente von Alkohol zu konsumieren oder überhaupt größere Mengen von Alkohol zu konsumieren, weshalb so ein Melissengeist oder ein Franz Branntwein oder ein Olle Toilette gerne mal schnell für so einen Zweck missbraucht wurde und es also eine ganze Reihe von alkoholabhängigen Hausfrauen in Anführungszeichen gegeben hat. Hausfrau deswegen in Anführungszeichen, weil die damalige Hausfrau ja mehr so eine Universalangestellte, die alles managte, außer dem komischen Job vom Mann gewesen ist. Ne? Also ich meine das sehr wohl mit großem Respekt, insbesondere da damals die Hausarbeiten mit weniger Technologisierung im Haushalt ja auch wirklich eine absolute Schwerstarbeit gewesen sein kann und in vielen Fällen mit Sicherheit auch gewesen ist. So, ja, und die haben sich dann hin und wieder gerne mal ein Gläslein Franz Branntwein und ähnliches genehmigt. Wie gesagt, als der noch kein Vergrämungsmittel enthielt, bis jetzt tut er das heutzutage. Ja, also macht euch keine Hoffnung, das jetzt zu saufen, wäre keine gute Idee. Und ja, daher eben diese spezielle Form des Alkoholismus dann. Gut, aber darum soll es gar nicht gehen. Tatsächlich ist der Franz Branntwein also das, was wir heute darunter verstehen, ein
ja, diverse verschiedene ätherische Öle, die man da beimischen kann in eben eine relativ hochprozentige alkoholische Lösung. Das heißt, der Alkohol dient hier als Lösungsmittel. Das tut er ja für jede Menge Substanzen, die sich zum Beispiel sehr schlecht in Wasser lösen. Alles, was irgendwie ölig ist, löst sich bekanntermaßen wenig gut in Wasser, aber in vielen Fällen gut in alkoholischer Lösung. Und das hat man sich hier zunutze gemacht. Und hier ist zum Beispiel ein bisschen Kiefernreisig, beziehungsweise Kiefernadel und der Ansatz eines Zapfens drauf abgebildet. Das wäre ein Beispiel, was man in so eine alkoholische Lösung reinpacken kann. Es gibt so einen Branntwein theoretisch, manche Sorten muss man lange suchen, andere kriegst du eben für wenig Geld im DM. Mit Kiefern, insbesondere Latschenkiefernöl, das ist hier auch ein bisschen drin, ja, aber wirklich nur ein ganz bisschen. Es reicht allerdings auch ein ganz bisschen bereits für einen relativ charakteristischen Geruch. Das riecht schön nach Kiefer und eigentlich ganz angenehm. Dann gibt es das mit Fichtennadelauszügen, also Fichtennadelharzauszügen. Das soll auch ja, eventuell eine gesundheitsfördernde Wirkung haben, wenn dann ein bisschen schmerzlindernd, ein bisschen astringierend, ein bisschen entzündungshemmend und durchblutungsfördernd, ja, wenn überhaupt, aber das ist doch teilweise etwas umstritten. Lärchenterpentin wurde dem Ganzen teilweise schon beigemischt. Das ist dann im Grunde Harz der Lärche, das man noch ein bisschen aufgewertet hat. Und das kannst du auch wunderbar in Alkohol auflösen. Dann kriegst du halt auch wieder so ein Lärchenterpentin-Branntweingedönse. Das Lärchenterpentin hat sehr wohl diverse Heilwirkungen, kriege ich aber auswendig gerade nicht mehr ganz zusammen. Ich glaube, ich schreibe es euch einfach unten mal. Spaßeshalber kurz hin. So, und das, was wir heutzutage zumindest in günstig im Drogeriemarkt unseres Nichtvertrauens, aber naja, das ist halt der, den ich um die Ecke habe, finden können, ist Franzbranntwein mit Camper. Camper. So, und jetzt kann man sich natürlich fragen, was zum Geier ist denn jetzt Camper? Was soll das sein? Und da kommt jetzt mein Zuständigkeitsbereich ins Spiel, denn das ist ein Baumprodukt. Und zwar vom, wie könnte er anders auch heißen, vom Kamperbaum. Und der gehört zu den Zimtbäumen, das heißt zur großen Gruppe der Bäume, an denen man Rinder abschaben kann, die dann hinterher zu Zimt verarbeitet wird. Es gibt also nicht den einen Zimtbaum, der das, was wir als Zimt gerade in weihnachtlicher Stimmung häufig verwenden, sondern da gibt es mehrere, die da in Frage kommen. Und zu dieser Gruppe gehört tatsächlich eben auch der Kamperbaum, auch wenn ich jetzt nicht wüsste, dass der gleichzeitig auch noch zur Zimtgewinnung verwendet wird. Wobei das rein technisch gesehen wahrscheinlich irgendwie auch ginge, diese anderen sind aber wahrscheinlich besser geeignet. So, zum Kamperbaum jetzt ein kleiner Voice-Over-Exkurs mit ein paar wenigen Bildern, die ich zu dem Ding gefunden habe. Und da ist er auch schon, der Kampferbaum. Kann man auch gerne mit K schreiben, da streiten sich mal wieder die Gelehrten. Das Ding gehört zu den Lorbeergewächsen. Das ist eine sehr große Gruppe von Pflanzen, die plus minus Blätter haben, die ungefähr genauso aussehen. Der Lorbeer, also den, den man aus der Küche kennt, hat ungefähr solche geformten Blätter. Und eben noch wirklich zig hunderte weitere Pflanzen bzw. Gehölzarten, die man vegetationskundlich in den Lorbeerwald stecken würde. Den habe ich auf Teneriffa mal dokumentiert. Unter anderem da findet man noch welchen, also auch auf anderen kanarischen Inseln. Der ist aber weltweit ziemlich selten geworden. Jedenfalls in diese Gruppe der Gehölzklasse gehört das. Den gibt es übrigens auch auf der Südhalbkugel, den guten Lorbeerwald, beziehungsweise um den Äquator drumherum, beispielsweise jetzt unser Kamperbaum und seine Begleitvegetation, die auch dort in Lorbeerwäldern vorkommt, finden wir in Südostasien, vorzugsweise Taiwan und nähere Umgebung von Taiwan. Ja, sowas um den Dreh. Ja, ansonsten ist dazu noch zu sagen, der hat diese schwärzlichen Beeren, die wir hier rechts sehen können, die haben nur sehr wenig Fruchtfleisch und großen Kern, da kann man unter anderem auch das Kamperöl draus gewinnen, aber jeder Pflanzenteil dieser Pflanze riecht deutlich nach Kamper. Jetzt fragt mich nicht, wie Kamper riecht. Aber es ist ein charakteristischer Eigengeruch, der deutlich wahrzunehmen sein sollte, wenn man da dran schnüffelt. Ne? Ich habe leider nirgendwo an ein frisches Exemplar von dem Zeug rankommen können. Dieses Camperöl wiederum, das bringt uns jetzt zum eigentlichen Wirkstoff.
Ja, das Zeug wirkt zunächst mal aufs zentrale Nervensystem von Tieren und insbesondere auf die Niere von Tieren. Da gehören wir natürlich auch dazu. Es ist durchblutungsfördernd, schleimlösend, kann aber auch zu Übelkeit, Angst, Atemnot, Aufgeregtheit und bei großer Überdosierung auch ja, zu Verwirrung, Halluzinationen und so ein Zeugs in diese Richtung führen. Auch Déjà-vu-Erlebnisse wurden wohl häufig festgestellt. Gestellt, Panik, Amnesie, also ganz viele lustige Dinge. Allerdings eben in der Medizin klassischerweise und in der Kosmetik angewendet, in der Kosmetik insbesondere als Träger für Duftstoffe. Da kannst du zum Beispiel Parfum aus diesem Kampferöl relativ gut herstellen. Medizinpräparate gegen Rheuma, Neuralgien und ja, theoretisch auch noch gegen Erkältungen. Das ist bis heute, glaube ich, in Vic Vaporub, diesem komischen Zeug, mit dem man sich da einschmieren soll, in relativ hohem Prozentanteil enthalten, weil es halt auch für die Atemwege so eine leichte ja, Erleichterung bringt. Nachdem ich jetzt ein bisschen mehr am Franz Branntwein geschnüffelt habe und ja gerade Schnupfen habe, kann ich bestätigen, dass man sich irgendwie wohler fühlt und das auch gegen Schnupfen, also zumindest bei mir jetzt gefühlt ein kleines bisschen hilft. Betonung auf gefühlt, ob das jetzt wissenschaftlich vertretbar ist, das zu behaupten, ist eine andere Frage. Ne? Hat dann noch diverse andere Wirkungen, aber dazu dann gleich mehr vom Ben vor Ort, beim Ben vor Ort, so rum. Zwar ist es dahingehend ganz spannend, dass dieser Mivolis, ne, hier, also der günstige, die DM-Eigenmarke, der enthält sogar 2% Kamper, also 2 Gramm auf 100 Milliliter Flüssigkeit, wenn man das jetzt als 2% interpretieren möchte. Das ist ziemlich gut, ne? 2, 3, pro 100, ach nee, pro 100 Gramm, ja, es ist 2%ig. Pro 100 Gramm Lösung enthalten 2 Gramm Kamper und 53,72 Gramm Ethanol, 96,6%ig. Das bringt uns dann so auf so ungefähr plus minus 50% Alkoholgehalt, glaube ich. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie man das ausrechnet, wenn man nur eine Ethanolangabe in Gramm auf 100 Gramm Lösung hat. Ja, das Internet war da auch nur so begrenzt hilfreich, hat mir diese Formel ausgespuckt und ich habe mich gerade mal, nachdem ich Mathe weiträumig aus meinem Leben verdrängt habe, erinnert, dass man das irgendwie umstellen kann, so eine Formel. Und nicht Gramm reinen Alkohol, sondern Volumenprozent von dem, was in der Plörre, die man gerade untersucht, drin ist, haben will. Ja, da musst du eben diese Formel umstellen und da ich da keinen Plan mehr habe, habe ich meine Frau gefragt, die kann sowas und die hat dann gemeint, dass Volumenprozent gleich Gramm Alkohol mal 100 durch Milliliter mal 0,8 und wenn man das dann irgendwie ausrechnet, kommt man auf 67,15 Volumenprozent. So, also nur damit wir jetzt wissen, wie viel Prozent das hat. Nicht, dass ich das jemals ohne meine Frau rausgefunden hätte. Danke, Schatz. Das Zeug kann hilfreich sein, weil es eine gewisse antibakterielle Wirkung hat. Bei Alkoholgehalten jenseits der 50%, und das dürfte hier der Fall sein, ist zumindest für viele empfindlichere Viren und viele empfindlichere Bakterien, nicht für jedes noch so fiese Drecksding, aber für viele tatsächlich dann schon Schluss. Und als Einreibung, das ist das, wofür das ursprünglich verwendet worden ist früher, hat das also durchaus eine gewisse antibakterielle Wirkung und kann bei einer ansonsten eher dreckigen Umgebung hilfreich sein. Man könnte das theoretisch auch zur Oberflächensterilisierung, Entkeimung ein Stück weit, Keimreduktion mindestens mal verwenden. Völliges Abtöten von Keimen, dafür müsste es noch ein paar mehr Prozent Alkohol sein, aber ja, es ist auf jeden Fall in dem Bereich, wo eine große, wenn auch nicht eine hundertprozentige Wirkung zu erwarten wäre. So, das wäre das eine. Das nächste ist, wozu könnte das jetzt noch gut sein, beziehungsweise was ist da noch so drin? Also neben dem Camper und sind hier sonstige Bestandteile Latschenkiefernöl und gereinigtes Wasser. Und das war es dann auch schon. So, zur äußerlichen Anwendung vor Feuer schützen. Und die Flasche verschlossen halten. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Franz Branntwein mit Camper ist ein Arzneimittel zum Einreiben bei stumpfen Verletzungen. So, ja, also ein Arzneimittel. Und bezüglich Arzneimittel ist es ja immer so eine Sache.
Und da habe ich jetzt mir mal kurz die Packungsbeilage zur Seite gelegt. Was ist Franzbranntwein mit Kamper und wofür wird er angewendet? Franzbranntwein mit Kamper wird traditionell angewendet zur Förderung der Hautdurchblutung, zum Beispiel zur unterstützenden Behandlung von Zerrungen, Prellungen, Verstauchungen sowie Muskel- und Gelenkschmerzen. Auf gut Deutsch was man durchaus für den Outdoor-Einsatz ganz gut gebrauchen könnte, ne? Weil das sind Dinge, die hat man da häufiger. So. Diese Anwendung stützt sich ausschließlich auf die langjährige Anwendung des Arzneimittels in dem Anwendungsgebiet. So soll heißen, wir haben keine klinischen Studien, die irgendwie belegen würden, dass diese Wirkung tatsächlich eintritt. Jetzt muss ich niesen. Und das wiederum heißt, dass wir hier zwar ein langjähriges Erfahrungswissen haben, dass sich gerade insbesondere ältere Menschen, die dieses Zeug noch kennen, zum Beispiel meine Frau wusste überhaupt nicht, was das sein soll, das kennt man in der Schweiz scheinbar nicht, ja, haben gelernt, dass das was Gutes sei. Ah! Tropf, Tropf, macht nichts, verdampft. Und man kann sich damit auch wunderbar alles Mögliche einreiben. Und der Effekt, der tatsächlich auftritt, und den bilde ich mir nicht nur ein, ist, dass das erfrischend für die Haut wirkt. Ja, die Haut prickelt ein bisschen, sie britzelt ein bisschen. Das fühlt sich durchaus angenehm an. Das wirkt bei hohen Temperaturen leicht kühlend, wegen der Verdunstungskälte, weil das Alkoholzeug ist halt einfach schnell verdunstet. Erfrischend. Und es verbreitet sich im ganzen Raum, je nachdem, wie viel von dem Zeug man verkleckert hat, ein angenehmes Lärchenaroma. Ja? Also das Zeug riecht wunderbar nach Latschenkiefer. Da ist also der Aroma-Bestandteil, der dabei gefügt wurde, auf jeden Fall groß genug gewesen. Und das ist auch echtes Latschenkiefernöl. Das ist also auch jetzt nichts Chemisches. Aber davon abgesehen, relativ simpel zu gewinnen und relativ günstig herzustellen, beziehungsweise eben zu gewinnen. Und von daher, warum nicht? So, jetzt stinkt hier die ganze Bude schön angenehm nach Kiefernharz. Und ja, warum nicht, ne? Also grundsätzlich erstmal sehr, sehr angenehm. Zweitens, wie gesagt, leicht desinfizierend. Das kann auch nicht schaden, gerade im Outdoor-Einsatz. Gerade wenn man nichts hat, um sich nennenswert die Hände zu waschen, wenn man dann ein Fläschchen von dem Zeug hier mit sich rumschleppt. Einfach um mal zwischendurch ein kleines bisschen Erfrischung zu haben und ein bisschen, ja, weiß ich nicht, Handdesinfektion, Muskelaufheiterung und so weiter zu betreiben. Und für das Ding für die ganz normale Anwendung anzuwenden, die dann auch tatsächlich auf der Flasche draufsteht, also als Einreibemittel für alle mögliche, eben etwas geschundene Muskulatur. Ich habe zu viel Klamotten an, es ist überhaupt kalt heute, auch im Keller, ne? Aber ja, man soll übrigens nur sehr sparsam verwenden, also nicht so wie ich hier einfach drüber kübeln und fröhlich verteilen. Kann aber auch eigentlich nichts passieren. Also bei gesunder Haut sollte da das ganze nebenwirkungsfrei sein. Und ja, es könnte höchstens sein, dass einem die Haut bei langfristiger oder häufiger Anwendung ein bisschen austrocknet. Da muss man noch irgendwas Fettiges hinterher schmieren, sich noch mit irgendwas Handcremeartigen hinterher eincremen und so weiter und so fort. Aber gerade an durchblutungsintensiven Stellen am Körper wirkt es einfach sehr angenehm, sich mit dem Zeug da einzuschmieren. Zum Beispiel an den Handgelenken, zum Beispiel theoretisch am Halsrücken, die Muskulatur, das Ganze auch so ein bisschen einzukneten, ein Stück weit. Das fühlt sich wirklich gut an. Das wirkt durchblutungsintensiv. Und das wirkt eben, ist tatsächlich auch eine Wirkung, nachgewiesener Art und Weise, dass das mindestens auftritt. Und der Kamper, in der Konzentration, wie er da drin ist, ist ein ganz kleines lokales Sedativum. Das heißt, wenn man mal gerade Muskelkater oder ähnliches hat, dann kann diese geringe Menge Kamper, gerade wenn man jemand ist, bei dem Sedativa schnell wirken. Ja, und hier stellt sich die Frage, was wir damit noch anfangen können. Also wir hatten bisher desinfizierende Wirkung ein Stück weit. Wir hatten die durchblutungsfördernde, wohltuende Wirkung, bisschen kühlend, bisschen schmerzlindernd bei tatsächlichen Muskelverkrampfungen und Ähnlichem. Alles eben nur ein bisschen, aber das sind die Sachen, die definitiv wahrscheinlich Sinn ergeben. Da gibt es zwar immer noch keine klinischen Studien zu, meines Wissens, jedenfalls kenne ich keine, aber da wären Inhaltsstoffe drin, die diese Wirkung erklären könnten. Allein die
Tatsache einer alkoholischen Einreibung, die wirkt immer durchblutungsfördernd, ein Stück weit kühlend, ein Stück weit hautreizend und damit irgendwie angenehm, weil halt plötzlich wieder ordentlich was los ist in der Haut und sie nicht nur so vor sich hin dümpelt. Und desinfizierende Wirkung eben automatisch auch. Das Leichte an die Sedativung und eine zusätzliche durchblutungsfördernde Wirkung, das haben wir dann auf den Camper zurückzuführen, der hier drin ist. Camper wurde übrigens früher auch mal noch als Medikament angewendet, also im größeren Stil. Da hat man aber festgestellt, dass die Wirkung von dem Zeug entweder zu klein ist oder es sich einfach nicht lohnt oder es einfach bessere Sachen mit weniger Nebenwirkungen gibt. Camper ist nämlich nicht ganz nebenwirkungsfrei und daher ist er heutzutage eigentlich im medizinischen Gebrauch ziemlich obsolet geworden. Ja, soweit ich weiß, ich bin ja kein Mediziner. Gut. Was ich mir darüber hinaus noch gefragt habe, nehmen wir also mal an, wir führen dieses Zeug mit uns, um uns damit gelegentlich ein bisschen was Gutes zu tun. Wofür könnte das im Outdoor-Bereich noch so gut sein? Und da wollen wir jetzt mal ein kleines Experiment machen. Von Feuer fernhalten. Und zwar habe ich hier einen guten alten Trangia-Kocher. Na, den kennt man, das ist ein traditioneller Spirituskocher aus Schweden. Und normalerweise arbeitet der mit Spiritus. Spiritus gibt es ja eigentlich selten unter 70% Alkoholgehalt. Und ja, ich dachte mir, ich probiere jetzt einfach mal aus, ob man einen Trangia auch mit Franzbranntwein betreiben kann. Das Witzige ist jetzt, ich brauche eine feuerfeste Unterlage, nur aus Sicherheitsgründen, dass Franzbranntwein, zumindest das Zeug hier von DM, so billig ist. Der Alkoholgehalt ist niedriger, aber rein vom Kostenfaktor her könnte man das theoretisch sogar tun. Ne? Habe mir das jetzt mal hier so aufgestellt. Wo habe ich meine langen Streichhölzer? Und also das wäre ja ziemlich sensationell, wenn der jetzt tatsächlich sich mit Franzbranntwein betreiben lässt. Weil dann hätten wir da einen ziemlich praktischen Universalstoff, ne? So als Notbrennstoff für draußen sozusagen. Plus die medizinische Wirkung. Also abgesehen davon, dass man Streichholz besser brennt, wenn ich es reintunke, weiß ich nicht. Doch, ja, brennt tatsächlich. Ha! So, wenn sich jetzt sogar noch die Jets entflammen würden, das wäre natürlich krass. Das dauert beim Trank ja immer eine Weile. Ja, ich halte euch auf dem Laufenden. Okay, also ich kann an diesem Punkt sagen, ja, das Ding brennt. Nein, man sieht wahrscheinlich nichts davon, aber das tut es doch. Und macht auf jeden Fall heiß genug, dass das so im Bereich Käsefondue. Ja? Käsefondue macht man ja klassischerweise aus so einer Brennpaste, die eigentlich nur warm halten soll oder warm machen soll, nicht groß kochen. Und so auf dem Level funktioniert das ja auch. Das heißt, wir könnten das alternativ auch als Brandbeschleuniger verwenden, um zum Beispiel Holz damit zu tränken und dann besser anzünden zu können. Wir könnten, oh ja, doch, da waren hier sogar mal ein paar sichtbare Flammen. Ja, also eben quasi wirklich als Brandbeschleuniger verwenden oder alternativ eben tatsächlich allein in den Kocher reintun. Dafür braucht es auch nicht zwingend einen Trangia, da tut es auch jede beliebige Dose, jedes beliebige Gefäß, wo man das einfach reinkippt und dann anzündet und dann brennt das auch schon einigermaßen. Für ein Heißgetränk würde es auf jeden Fall reichen. Ja? Und das ist doch interessant, ja. Also es ist nicht so gut wie Spiritus. Die Jets, die das Ding hier hat, also da sind ja drumherum so kleine Öffnungen, wo dann die Flammen intensiv rausschlagen. Das geht auch nicht an. Dafür reicht es nicht. Dafür ist der Wassergehalt einfach zu hoch. Aber ja, cool. Cool. Hätte ich jetzt... Ich hatte es gehofft, aber ich hatte es ehrlich gesagt nicht erwartet. Wir können also zur Liste der möglichen Eigenschaften des Franzbranntweins für Survival-Szenarien oder fürs Prepping, wer sich davon 17 Flaschen daheim irgendwie einlagern möchte, tatsächlich noch Brennbarkeit hinzufügen. Und ja, damit ist das Zeug jetzt inzwischen doch ganz schön universell einsetzbar. So, ganz lustig ist übrigens auch noch, was mir noch eingefallen ist, da ist ja jetzt nur in Anführungszeichen Camper und ein kleiner Haus von Latschenkiefer ätherischem Öl drin. Man kann nach Belieben, wenn man so ein Zeug jetzt tatsächlich
tatsächlich in einer Survival-Situation oder von mir aus als Prepper oder weil man Spaß dran hat, rumstehen hat und irgendwie rankommt, kann man auch nach Belieben weitere ätherische Öle dem Ganzen zufügen und sich daraus dann ein noch etwas potenteres Heilmittel für Einreibungen machen. Zum Beispiel wäre durchaus Birkenrinde ein Thema, weil das Betulin, das in Birkenrinde enthalten ist, ist unter anderem auch ein bisschen zumindest alkohollöslich, noch besser fettlöslich, aber ich glaube, in Alkohol geht auch ein wenig. Und da also das Weiße der Birkenrinde so ein bisschen reinschaben, eine Zeit lang ziehen lassen, das würde das Ganze noch ein bisschen mit Betulin anreichern. Betulin hat auch noch mal diverse antiseptische Wirkungen und das wäre dann insbesondere als Sterilisationsmittelchen noch mal hilfreicher, wenn zusätzlich Betulin drin ist. Ja? Betulin wirkt im Übrigen auch ein Stück weit gegen Pilze. Das könnte dann also auch eine interessante, also das tut Alkohol auch, aber mit Betulin wäre es dann nochmal interessanter, um damit zum Beispiel Pilzinfektionen der Füße, was man draußen ja durchaus mal kriegen kann, zu behandeln. Oder ja, bei Schleimhäuten wäre ich vorsichtig, da sollte man nicht mit konzentriertem Alkohol rangehen. Wenn es also eine Schleimhautinfektion mit Pilz ist, dann da besser nicht mit dem Zeug hantieren. Ja, man kann da grundsätzlich alle möglichen Sachen drin einlegen, auch Spitzwegerich, dessen verschiedene antioxidativen Stoffe, die da drin sind und verschiedene entzündungshemmende Sachen, die da drin sind, dann in dem Wege nutzbar machen. Und in häufigen Fällen, gerade beim Spitzwegerich, da sind ja auch jede Menge juckreizstillende Sachen drin, wäre dann so eine Kombipräparat Franzbrand, Wein, Spitzwegerich, Kampasaft, durchaus etwas, was man dann auch bei großflächigen Mückenstichen und es juckt einfach nur noch alles potenziell anwenden könnte. Ich sage jetzt nicht, das wirkt dann wahre Wunder. Dass diese ganze, ich sage jetzt mal, Wirkung nicht hundertprozentig nachweisbar, Medizin, sage ich jetzt absichtlich ganz freundlich, damit mir niemand mit beiden Backen ins Gesicht springt, die funktioniert ja unter anderem deswegen so gut wegen dem schönen Placebo-Effekt. Ja? Und hier bekommen wir gerade, wenn wir das noch mit verschiedenen Heilkräuterchen anreichern, neben dem Placebo-Effekt, den wir dann mit Sicherheit haben werden, weil wir uns unsere eigene Heiltinktur zusammengemixt haben, werden wir gleichzeitig auch noch eben diverse tatsächliche Wirkstoffe drin haben. Und je nachdem, wie potent die Pflanze, die wir da eingelegt haben, oder je nachdem, wie viel wir davon da eingelegt haben, gewesen ist, kann da durchaus ein wirksames Heilmittel bei rumkommen, dass man sich auch nach Zusammenbruch der Zivilisation, wenn die Zombies überall rumrennen, zusammenrühren kann. Und wenn man die Zombies damit besprenkelt, kann man sie A besser anzünden und B riechen sie bis dahin noch gut. Tipps fürs Leben. Entschuldigung. Ja, nee, aber das brennt hier übrigens immer noch. Ja, der Vorteil natürlich der geringen, in Anführungszeichen geringen Brennbarkeit, liegt natürlich darin, dass dann auch die Brenngeschwindigkeit relativ niedrig ist. Grundsätzlich taugt ein höherprozentiger Alkohol auch zur Wunddesinfektion. Der killt dann halt einfach sämtliche Zellen, die sich da in der Wunde befinden, leider auch die körpereigenen. Deswegen brennt das auch ziemlich stark. Aber kann nützlich sein, wenn man da wirklich ein Infektionsrisiko befürchtet, um dann halt eben alles zu killen, was zu killen ist. Insbesondere gut geeignet natürlich zur Hautdesinfektion, bevor man da irgendwie dran rumschnibbelt oder irgendwas ausquetscht, was zum Beispiel eine eitrige Beule ist oder sowas in die Richtung. Dann ist es eine sehr gut geeignet, da kann man das auch sicherlich nehmen. Man muss allerdings deswegen halt ein bisschen vorsichtig sein, weil es halt kein reiner medizinischer Alkohol ist, sondern da eben noch dieses Kampa-Zeugs drin ist oder Kampfer oder wie auch immer man den korrekt aussprechen mag. Und das wiederum kann ja in höheren Konzentrationen sehr wohl auch gesundheitsschädlich sein. Da wissen wir einfach nicht und ich kann das auch nicht rausfinden, wie viel Schaden das anrichtet, wenn es möglicherweise direkt in die Blutbahn gelangt und das könnte bei einer Desinfektion einer tiefen Schnittwunde ja theoretisch passieren. Also hier einfach ein bisschen mit Vorsicht und gesundem Menschenverstand an die Sache rangehen und wenn man hat, sowieso ein professionelles Desinfektionsmittel verwenden und noch besser gleich zum Arzt rennen. Na, auch das immer nicht vergessen. Das ist ja nur für Survival-Situationen, wenn es ums Verrecken kein Arzt verfügbar ist, überhaupt interessant als solche Survival-medizinischen Geschichten. So. So, bevor mir jetzt noch mehr Zeug einfällt und ich das jetzt hier unnötig in die Länge ziehe, tschüss und ja. War auch mal ein Video. Ja, das ist wie bei jedem Adventskalender. Es kann nicht nur tolles Zeug drin sein, es muss manchmal auch so ein bisschen so ein, ach ja, das war jetzt nicht so das spannendste Türchen aller Zeiten. Muss auch mal sein. So, bis morgen.